Ja, hallo zum Interview mit dem Johannes und mit dem Gregor vom Developer Open Space 2015 in Leipzig. Und ich wollte euch mal bitten, euch kurz vorzustellen. Ja, also ich bin der Herr Gregor, ja, arbeite hier in Leipzig bei der CID, bin Softwareentwickler, mache viel Web-Frontend-Entwicklung und ja, mein Steckenpferd jetzt seit mittlerweile fast 3 Jahren ist das AngularJS-Framework. Johannes bin ich, AngularJS-Entwickler. Ich setze das bei diversen Projekten jetzt mittlerweile ein und weil ich IT-Berater bin, auch für meine Kunden, die betreue ich dabei, Angular einzuführen, zu verbessern und da wird demnächst was Größeres an den Start gehen, worauf ich sehr stolz bin. Ja, fangen wir gleich mit an mit AngularJS. Vielleicht in der aktuellen Version könnt ihr mal sagen, wo ihr die Vorteile von seht, wann man es vielleicht nicht einsetzen soll und wo es aber auch auf jeden Fall noch Probleme hat, was dann vielleicht mit Version 2 verbessert werden wird. Fangst du vielleicht mal an, Johannes? Na gut, also mein Steckenpferd ist immer modularer Code. Das habe ich auch in Angular 1 sehr nach vorne getrieben. Also Testbarkeit zieht ja mit sich, dass man auch erstmal die Dateien auseinanderklabüstert. Ich setze da zum Beispiel auf Require.js, andere Leute setzen auf Browserify, aber Hauptsache man macht's. Und da habe ich irgendwie, wenn man sich dann so Projekte anschaut, ein Review macht, sagt, wo Verbesserungspotenziale sind, dann habe ich festgestellt, dass viele Leute dann einfach alles in eine riesen Datei packen. Und sie sagen, ja, das einzusetzen, zum Beispiel Require.js, das war mir zu viel Aufwand. Und das muss halt einfacher gehen und das haben die auch von Google erkannt. Und Version 2, das gefällt mir sehr, hat jetzt gleich so ein Modulo mit dabei. Also System.js kann man verwenden, weil sie ECMAScript 6 Imports benutzen. Das ist wirklich eine tolle Entscheidung von denen. Also das ist zum Beispiel mein bester Grund, warum ich jetzt sagen würde, Angular 2, das ist eine immense Verbesserung zu Version 1. Ja, aber man kann eigentlich schon so zusammenfassen, dass eigentlich auch schon AngularJS in der ersten Version dieses Modularisieren und dieses Separation of Concerns ziemlich gut umgesetzt hat. Ja, dass man, wie gesagt, schon die Funktionalitäten aufteilt. Und dann hat es eben auch so tolle Features mitgebracht wie Dependency Injection, was wir so in der Web-Frontend-Entwicklung jetzt so vorher noch nicht kannten, was jemand, der Managed Code geschrieben hat, immer gefehlt hat. Auf einmal war es da und es war cool. Ja, das war eigentlich so für mich auch der Grund, warum ich das dann tatsächlich eingesetzt habe. Und man hatte natürlich endlich testbare kleine Module. Also man konnte jetzt JavaScript super Unit testen von Grund auf. Mit Protractor kam ein super Tool für UI-Tests mit raus. Und das hat man in dem AngularJS-Framework alles zusammenbekommen, einfach out of the box. Ja, recht hast du. Also, was sie jetzt gerade gesagt hat, so von wegen Angular 2 ist jetzt viel, viel besser als Angular 1. Da müssen wir aber sagen, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau uns unterhalten, weil davor war es erstmal wirklich in weiter Ferne nichts. XJS ist auch ein schönes Framework, aber allein dort zum Beispiel ein Test-Setup aufzustellen, das dauert einfach immens viel länger. Und die meisten jQuery-Plugins, sorry, ich gebe es jetzt mal zu, die kann man kaum testen. Da machst du immer nur so Teste der Ergebnisse. Also wenn ich das jetzt ausführe, kommt da nachher ein grüner Knopf. Du machst deine Oberflächentests, aber wirklich Units zu testen, das ist erst so gefühlt mit AngularJS in der JavaScript-Welt richtig angekommen. Richtig. Man kann auch tatsächlich richtige Fakes schreiben dann mit Angular Mocks. Also das war dann für mich auch super, dass man einfach mal das HTTP-Backend wegfaken kann mit einer Zeile Code. Das war auch schon, wie man es eben kennt, aus C-Sharp irgendwie. War super. Also was C# kann oder jetzt sagen wir mal generell von der Desktop-Entwicklung schon Standard ist, das kann man jetzt auch gut im Ja, Web genau, machen. richtig, genau, richtig. Ja. Okay. Das war für mich einfach so, das würde ich sagen, geil. Okay. TypeScript wollte ich mal in den Raum werfen. Da waren hier jetzt am Developer Open Space eh komplett unterschiedliche Meinungen zu, über die Zukunft und über den Sinn und Unsinn. Und vielleicht könnt ihr mal sagen, was da jetzt als nächstes bei AngularJS ansteht. Ja, also das Google-Team hat sich jetzt entschieden, in der neuen Version von Angular das in TypeScript zu schreiben. Das ist dann zwei. Das ist dann Angular 2, richtig. Eigentlich hat Google angefangen, selber einen Aufsatz auf den neuen JavaScript-Standard zu schreiben, der hieß AdScript. Und dann haben sie aber die Entscheidung getroffen, hey, die Leute von Microsoft machen mit TypeScript ja auch schon einen Aufsatz oder so ein Superset von JavaScript. Und da sind die tatsächlich in die Kooperation eingegangen und jetzt haben die Leute aus dem Google-Team ihre Ideen mit in das TypeScript mit eingegossen. Und das wurde dann mit dem TypeScript 1.5 sozusagen veröffentlicht, dass man jetzt auch sowas wie Dekoratoren verwenden kann dann in TypeScript. Genau, das ist sozusagen der Input von dem Google-Team da drin. Was meinst du, Johannes? Was können wir davon erwarten? Sollen wir darauf setzen? Was hältst du generell davon? Also ich muss sagen,
wer bis jetzt JavaScript eingesetzt hat, der wird zum Anfang erstmal ein bisschen skeptisch sein, ganz einfach. Gegenüber TypeScript jetzt? Ja, genau. Also es gibt so Puristen, die auf ECMAScript 5 setzen, die sagen, funktionale Programmierung ist das Nonplusultra, Klassen kommen nicht ins Haus. Aber die Leute können ja das auch noch weiter mit ECMAScript 5 machen. Aber sehr, sehr viele C-Sharp-Entwickler zum Beispiel, die haben immer noch ein bisschen Berührungs... Ängste mit JavaScript, ja. Kann ich bestätigen. Genau, genau. Ja. Und die fühlen sich dann mit TypeScript sehr wohl. Mhm. Man hat bekannte Konstrukte, Interfaces, Klassen und theoretisch kann man auch keinem Neueinsteiger erläutern, warum dieser Zeiger Sys da mal dahin zeigt und mal dort. Mhm. Das ist einfach für alle Leute, die im JavaScript anfangen, erstmal schwierig zu vermitteln. Natürlich ergibt das alles auch Sinn, aber wenn du jetzt einfach nur Code runter programmieren möchtest mit ein wenig Logik, dann macht das keinen Spaß. Und da bringt natürlich TypeScript jetzt wirklich immense Vorteile. Der Compiler prüft das Ganze ab und das ist natürlich auch eine super Sache, einfach mal eine Reihe an Warnings zu bekommen. Und die gehen viel weiter hinaus über das, was zum Beispiel JSLint und JSHint machen. Also da bekommt man wirklich Codequalität durch den Compiler halt noch. Will heißen, für Enterprise Application, wo du halt extrem viel JavaScript-Code hast, weil die ganze Logik halt im JavaScript geschrieben ist, macht dann TypeScript vor allem Sinn, weil man eben die Fehler reduzieren und den Programmieraufwand reduzieren kann. Auf jeden Fall. Also es kommt dadurch größtenteils durch diese Type-Definition-Files, die es in TypeScript gibt. Und die kann man quasi wie so ein Wörterbuch auslesen. Jeder Editor kann das, selbst die Open-Source-Editoren können das bereits. Und da kriegt man wirklich eine höhere Produktivität rein, wenn man da selber Code schreibt. Rein die Tippfehler halt, ne? Ja, reduzieren sich immens. Nur die Autovervollständigung allein, ne? Dazu eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt aber Dritt-Libraries verwende und die bestellen halt keine Type-Definition zur Verfügung, dann kann ich zwar TypeScript machen, aber zumindest das, was ich von der Library verwende, habe ich dann wieder keine Vorteile. Ja, es gibt ein ziemlich riesiges Projekt auf GitHub, das heißt Definitely Typed und wir auf Arbeit machen das auch so, wenn wir eine eigene, jetzt eine Fremdbibliothek nutzen und da noch keine Typings da sind, dann erstellen wir die Typings ganz einfach. Das ist auch eine sehr einfache Guideline, da muss man wirklich nicht viel tun. Dann stellen wir einen Pull-Request in diesem Repository und quasi haben dann die Typings zur Verfügung, haben der Community was gegeben und die sind auch richtig schnell im Pull-Request beantworten. Okay, aber als wir vor kurzem mal geschaut haben, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, das ist eher so stiefmütterchenhaft, auch eher die alten Versionen, jetzt beispielsweise für Bootstrap, gab es, glaube ich, nur für Version 2.3 die entsprechenden Definitions oder für jQuery gab es, glaube ich, eine aktuelle. Aber jetzt sagen wir halt mal so, kann ich mich darauf verlassen, dass ich da dann auch die aktuellste Version zur Verfügung habe und kann das verwenden? Also, zumindest für die großen Frameworks, die ich halt immer in meiner JavaScript-Anwendung verwende oder TypeScript-Anwendung. Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, gerade wenn du sagst, sowas wie Bootstrap, ja, solche großen Projekte, da hat man natürlich dann schon manchmal Probleme, dass es aktuell ist. Wir persönlich bei uns auf Arbeit haben das dann so gemacht, dass wir dann für das, was wir brauchen, unsere eigenen Typings so noch mit dazu schreiben. Das kann man ja machen in einer eigenen Typing-Datei, weil man gerade bei solchen großen Frameworks, gebe ich dir recht, da kann man natürlich jetzt nicht die ganzen Typings weil da reicht die Zeit einfach nicht aus. Mhm. Da kann man dann wirklich bloß auf die Community hoffen. Vielleicht auch einfach mal anfangen mit den Typings, das geht ja auch, dass man bloß sagt, okay, ich habe jetzt hier mal die und die Methoden geschrieben und dann kann ja jemand anders da noch weiter rein contributen. Ja. Na gut, aber andererseits, ich habe da eine ganz andere Sicht drauf. Also das ist ja im Endeffekt immer noch JavaScript und wir haben ja auch jahrelang ohne ausgekommen. Mhm. Also für ein großes Library wie hier Bootstrap zum Beispiel oder wie sie alle heißen, da ging es ja auch die ganze Zeit ohne. Wo ich da lieber den Fokus drauf setze, ist, dass man das intern für sich selber einsetzt. Dass das Team halt für den eigenen Code die Compiler-Hilfen hat. Also jQuery zum Beispiel kann ich auch ohne Typings bedienen. Das ist ja nicht das Problem, da gucke ich in diese wunderbare Dokumentation hinein. Mhm. Aber intern, wie oft wird da wirklich gut dokumentiert? Und da ist es dann schon schön, wenn man Hilfe vom Compiler bekommt. Mhm. Also ich sehe da mehr die interne Sache. Library, die Erfolgreichen sind ja erfolgreich, weil sie schon gut dokumentiert sind. Sei es durchs Typings oder durch ein tolles Gymnasium. Ja, Dann habe ich ja gehört, dass ihr jetzt an einem Buch dran seid über AngularJS. Vielleicht willst du mal was kurz zu sagen, Jens? Ja, also das war eine lustige Geschichte. Der Gregor und ich, wir treffen uns auf vielen Konferenzen immer wieder. Und da war es so, dass wir festgestellt haben, hey, wir machen ja beide AngularJS. Da haben wir festgestellt, wir müssen mal irgendwas zusammen machen.
Das ging eigentlich so, dass wir mal einen Workshop zusammen machen wollten und so. Und eines Tages ruft er mich so an und sagt, ey du, ich hab da was vor. Ja. Und dann ruft er an und sagt, ja, ich hab ja schon zwei Bücher geschrieben, also ein alter Hase. Da bin ich ja auch immer noch beeindruckt drüber. Und da hat er gemeint, so, jetzt will ich noch ein Buch über AngularJS schreiben, und zwar Version 2. Und da will ich aber nicht das alleine machen. Wäre viel toller, wenn mir da Leute mit dem Team sind, und dann war ich sehr froh, dass er gefragt hat, ob wir das zusammen durchziehen. Und jetzt sind wir dabei. Okay, das kommt dann wann raus? Wann kommt Angular raus? In Version 2, ja? Also es wird ein Buch auf jeden Fall über AngularJS 2, natürlich wahrscheinlich auch die 1 einmal analysiert, aber primär AngularJS 2, für die, die sich dann mit befassen wollen, ist es dann da ein guter Einstieg? Ist es eher jetzt so Beginner-Level oder? Es bringt dir nichts, das Internet nochmal zu kopieren. Also es soll, der Fokus, den wir haben, ist eine praktische Einführung. Also soweit es jetzt ist, das müssen wir mal schauen, konzentrieren wir uns nicht so sehr auf Angular 1, sondern wirklich Angular 2 betrachtet, wie arbeite ich damit. Also wir nennen es AngularJS eine praktische Einführung, wir gehen da didaktisch vor, entwickeln eine kleine Anwendung immer weiter. Das Handbuch oder so, das brauchen wir nicht nochmal kopieren. Es geht wirklich darum, auch nebenbei zu zeigen, wie man zum Beispiel die Automatisierung hinbekommt, wie man die Tests macht, aber auch wie man zum Beispiel so ein Build-Skript baut und so. Das sind ja viele Randthemen, die man zumindest anschneiden muss. Ein CSS-Framework dazu. Ich persönlich, da bin ich noch ein bisschen, also wir sind ja im Team, da müssen wir entscheiden. Ich persönlich würde zum Beispiel auch noch das Framework CandoUI gerne reinbringen, weil die auch Web-Komponenten anbieten jetzt. Und das wäre eine feine Sache. Ebenso zum Beispiel Polymer und Ionic. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Angular ist halt viel mehr als immer einfach nur ein Handbuch mit den einfachen Konstrukten, sondern die ganze Welt darum. Die würden wir gerne ein bisschen erläutern. Ja, was mir übrigens so wichtig ist, anstelle, wir schreiben das nicht nur zu zweit. Also wir sind eigentlich insgesamt 4 Autoren sogar. Das sind dann noch der Ferdinand und der Danny. Und Gang of Four. Gang of Four, die fantastischen 4, hat gestern Johannes gesagt. Ja, und ja, war mir irgendwie wichtig, einfach mal Leute zu finden, die einfach mal Bock drauf haben, was zu machen. Und da denke ich mal, wir sind jetzt zwar der Ferdinand Malcher und der Danny Kopenhagen, die sind auch hier auf dem Developer Open Space. Und jeder ist hier. Ja, jeder ist da hier, genau. Und genau, wir haben auch, glaube ich, schon ganz gute Fortschritte bis jetzt so erzielt. Also es war am Anfang so ein bisschen die Angst, mit 4 Autoren, kriegt ihr das so abgestimmt und wie macht ihr das jetzt? Aber bisher haben wir das eigentlich immer ganz gut abgedeckt bekommen. Ja. Also ich bin bisher ganz zufrieden, wie es läuft. Eine Sache mussten wir aber vorher machen. Zum allerersten haben wir dann erstmal ein paar Oberflächentests aufgesetzt und dann haben wir ein paar Prototypen gebaut und lassen jetzt immer Selenium rüberlaufen, um zu gucken, ob noch alles funktioniert. Genau. Der Build holt immer die neueste Version von Angular gleich runter und dann merkst du relativ flott, dass sich wieder was geändert hat. Genau. Wir arbeiten jetzt zurzeit noch mit den Alpha-Versionen, also es ist noch nicht so stabil und deswegen muss man jetzt auch bei der Frage, wann kommt das Buch raus, ein bisschen ausweichen, weil wir sind da noch ein bisschen abhängig davon, wann Angular den Stand erreicht hat, dass es jetzt wirklich eine stabile API hat, was wir dann tatsächlich ins Buch gießen können. Das ist auch mit dem Verlag so abgesprochen, das war auch gar kein Problem. Und genau, wir haben jetzt halt immer noch ein paar Probleme, wenn wir was anpassen müssen, aber ich denke mal, jetzt haben wir die schlimmste Zeit hinter uns gebracht. Also es geht ja auch nicht darum, dass wir das erste Buch sind. Das wird wahrscheinlich in englischer Sprache sehr, sehr schnell rauskommen. Ihr schreibt auf Deutsch. Richtig, genau. Ja. Das war noch eine Frage. Ja, so ein richtiger Hinweis, genau. Wir werden auf jeden Fall ein deutsches Buch schreiben. Inklusive dann auch den Code auf GitHub oder irgendwo, wo sich dann der Leser das Ganze ziehen kann. Ja, genau. Haben wir definitiv vor. Wir haben den ganzen, also wir haben diese riesen Pipeline. Wir haben GitHub natürlich im Einsatz. Wir nehmen vom ersten Tag an Travis CI, Sauce Labs, das volle Programm. Und das kann man natürlich alles offen sehen, wie das alles funktioniert. Also unsere Builds kann man jetzt anschauen und sehen, was die gerade tun. Also bei den Code-Beispielen, na klar, sollen sie alle gucken. Vielleicht kann uns auch jemand sagen, wo was falsch ist. Hatten wir sogar schon. Wir hatten schon mal eine Contribution bei uns im GitHub-Repo von jemandem, wo wir gedacht haben, okay, wo kommt das jetzt her? Und hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass ein Issue schon jetzt geclosed ist, was wir da quasi mit angemagert hatten. Ich habe nämlich immer cool auf das Angular, wenn da irgendwo so ein Bug ist, dann beziehe ich mich in mein Commit-Message auf dieses Problem, dann wird das ja automatisch bei GitHub gelinkt. Ja. Und dann kommen die Leute tatsächlich, gucken sich das bei uns an und sagen, hey, jetzt geht's das so wieder. Ja, also, should work now. Ja, war echt super, genau. Das liegt halt auch daran, dass das Angular-Repository so groß ist und da so viele Leute auch draufschauen und dann tatsächlich auch zu dir kommen. Ja. Also merkt man mal, wie GitHub so richtig funktioniert. Und dass die Angular-Community funktioniert. Ja.
Ja, gut. Haben wir jetzt doch deutlich länger als geplant. Ja, ich denke auch. Genau. Ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen. Ihr könnt sie ja, natürlich auch gerne anschreiben. Ich werde sie dann im Video unten natürlich verlinken. Mhm. Und wir freuen uns immer über Feedback. Ja, danke. Ciao.